Tag und willkommen bei Immorales Gaming. So, beim letzten Mal sind wir in den Hinterhalt geraten und nur knapp entkommen. Sam wurde auch schwer verletzt und ich bin relativ darauf gespannt, wie es weitergeht. Also machen wir auch direkt weiter. Hey, Boss. Ich bin sofort hergekommen. Setz dich, Tom. Wir haben einen Maulwurf. Nein. Wer? Ich lag die ganze Nacht wach und habe mir das Hirn zermartert. Irgendwann dachte ich, vielleicht ist es einer von uns, der nicht genug verdient. Jemand mit leichter Brieftasche, der eventuell bei Morello anklopft. Frank war nicht da, also bin ich zum Safe, um die Bücher durchzusehen. Er hat bei uns möglicherweise zu wenig verdient. Was kam heraus? Die Bücher sind weg, Tom. Frank. Nicht der Anwalt. Ich kenne ihn seit über 50 Jahren. Alles, was ich habe, habe ich durch Frank. Jeder Dollar, den wir verdient und ausbezahlt haben, steht in diesen Büchern. Wenn er sie den Behörden gibt, sind wir erledigt. Frank respektiert nur eine Person in der Stadt und das sind Sie. Das muss ein Missverständnis sein. Ich rufe ihn ständig an. War bei ihm zu Hause. Er ist weg. Frau und Kind auch. Aber warum? Keine Ahnung. Er wird seine Gründe haben. Vielleicht hat er den Hund nie vergessen. Den Sie ersäufen wollten. Ja. Als ich ihn nicht ersäufen durfte, habe ich ihn abgeknallt. Oh. Das war bei der Geschichte vorher nicht dabei. Junge, aber ganz egal, wir brauchen diese Bücher zurück. Geh zu unseren Informanten. Vielleicht weiß jemand was. Wenn du Frank erwischst, hol diese Bücher. Und wenn er sie nicht bei sich hat, quetschst du aus ihm heraus, wo sie sind. Danach tust du, was getan werden muss. Puh. Vincenzo wartet mit einem sauberen Wagen auf dich. Tommy? Namenlos, oder? Harte Zeiten, Tom. Das darf nicht ans Licht kommen, Tom. Fang mit Biff an, aber gib ihm nichts. Ich habe hier einen neuen Wagen. Und hier ist noch was, wenn du willst. Sieht weiß er Bescheid. Alte Schule. So, als unnützes Wissen. Diese Bücher zurück, bevor die Feds sie gegen uns verwenden. Die Lupara wird benutzt, um Verräter zu erschießen. Also jeder italienische Mafioso weiß Bescheid, wenn er das Ding sieht. Oh Mann, Frank. Na gut, ich will ehrlich sein. The Navy is today continuing its search for the remains of those brave souls lost aboard the airship. Adios. Natürlich habe ich das nur vom ersten Teil, also nicht direkt gewusst, aber es ist mir direkt wieder eingefallen, als es gerade passiert ist, natürlich.
Stau hier, das nervt direkt. Ja. Das Auto ist ganz niedlich. Fährt sich auf jeden Fall nicht schlecht. Holen Sie sich die Zeit. Yes. Mann, hier ist echt viel Polizei unterwegs die ganze Zeit. Mann, mitten in Chinatown. Hat die das gerade über uns gesagt? Sehr frech. Sieht doch, dass ich einen edlen Nadelstreifen anhabe, oder nicht? Das war nach einem Opium-Opfer aus gerade. Tommy, was ist los? Gibt's irgendetwas Neues, was den Don interessieren könnte? Vielleicht. Was wär's dir wert? 20 Mäuse. Besser 40? Gut, dann raus damit. Das FBI ist hier. Morello hat denen was gesteckt, aber ich weiß nicht was. Wer sagt das? Little Tony hat einen Typen in Black Cat abgefüllt und nach Hause gefahren. Hat hübsch gezwitschert. Fragt ihn. Okay. Danke. Also Little Tony suchen. No. Wo sind wir denn? Ach da. Naja, also mit dem Auto. Immer ein Vergnügen, Tommy. Ich beeile mich mal ein bisschen. Storymäßig ist das, glaube ich, auch passend. Und wieder wird der Empfang schlechter. Schönes Detail, richtig schön. Wow. Wie es geblendet hat, aus dem Tunnel zu kommen. WLH 570 Last Heaven Radio will carry live coverage of the final game of the Gold Series, and we hope you'll join us in wishing our boys well. And now, back to some of the latest musical numbers. With three flights daily, Air Bordeaux is yawning to the... ...in den Fabriken glauben, ihnen würde mehr zustehen. Da stimme ich voll und ganz zu. Ist alles okay, Tom? Nicht so richtig, aber gleich. Go get 'em, Boys. Holt's euch, Jungs. Spiel 7 der Gold Series von 1933 findet heute statt. Oh, Sport. Die Lost Heaven Lancers treten heute gegen die Empire Bay Cannons in der Armory an und ein Team wird sicherlich die Trophäe mit nach Hause nehmen.
Nach einer heldenhaften Saison voller spannender Wendungen wird Captain Bunny Smith seine Männer aufs Spielfeld führen, um den ersten Sieg für die Lancers nach 2 Jahrzehnten in der Gold Series zu holen. Sport. Da hinten ist noch was. Ich kann nicht anders. Ah, sehr gut. Terror Tales. Nein, ist es nicht. Was war das mit dem Typen, den du heimgefahren hast, von den Feds? Der wollte erst nur einen Drink. Am Ende waren es 10. Hat Leute für eine Art Unterschlupf gesucht. Wo? Oakhill, Ecke Pine. Hat 10 Mäuse gezahlt, damit ich ihn zurückfahre und den Mund halte. Hat verraten, dass Stadtrat Gilotti einen Deal zwischen Morello und dem FBI vermittelt hat. Die haben da drin jemandem aufgelauert. Warum hast du nichts gesagt? Tom, das hab ich. Frank weiß Bescheid. Hat er dem Don nichts gesagt? Nein, nein hat er nicht. Tom, was ist los? Oh Mann, okay, das ist doch das Reichenviertel, glaube ich. Ich bin früher gerne in ein schickes französisches Lokal gegangen. Als ich noch jetzt haben wir langsam keine Zeit mehr hier. We return now to the coverage of Game 7 of the Gold Series. And by the looks of it, ladies and gentlemen, we'll be underway any minute now. The crowd here in the Armory are restless. You can almost taste the tension as we approach this, the deciding game between these two famous rivals. More than a little bad blood between them and more than a couple of nasty flare-ups in recent years. Of course, this occasion, more than any other, could prove feisty, what with the drama that closed out the previous game. That, of course, saw the Lancers win to tie the series, and it's not often Empire Bay and Lost Heaven can boast the game's best current hitter and pitcher, respectively. I refer, of course, to Foghorn Seidel, the man mountain with a shock of red hair, and Lancers star, Bunny Smith. Speaking of Smith, between his teammates, issuing last-minute orders. They seem responsive to whatever he's saying. He commands respect from his team, that is for sure. My goodness, there must be some nerves among some of the younger Lancers. Elms, Graveson, and Nicholson. Smith seemed to have pepped them up. That's good to see. That's what a good captain does. The Cannons lineup is meandering over to the home team dugout. The Lancers are slowly taking up their position, so we can't be too far away from the opening pitch. Here at the home of the Empire Bay Cannons. Stay with us for more. Okay, das habe ich nicht kommen sehen. Ja, die Radiosprecher super gut gemacht. Das klingt so geil alt und so richtig schön radiosprechermäßig. Gefällt mir. Mit Schaltung nicht auch interessant gewesen wäre. Muss ich vielleicht noch ausprobieren. Ich könnte mal so ein bisschen früher runterschalten, um mal ein bisschen Drehzahl zu nutzen. Also länger den niedrigeren Gang halten sozusagen. Sieht auf jeden Fall schon ein bisschen nach außerhalb der Stadt aus. Obwohl, ich bin schon da. Hier ist es wohl. Schön eingeparkt. Wieso? Verräter Pack. Start jetzt dein Motor. Zeig mir diese Geschäftsbücher, Frank. A quick reminder that this final inning is being brought to you by Swift Cola. When you need a lift, reach for a Swift.
It's not only a taste sensation, it's guaranteed to increase fun. Das ist gar nicht gut. Wohin bringen sie dich wohl? Hey! Oh, das war auffällig. Nein, er hat die Bullen gerufen. Er läuft halt mitten auf die Straße, der blöde Penner. Verletzte Person in Holbrook. Streife in der Gegend. Finde den Fahrer. Ich war das nicht. Ja, aber wirklich, das ist mir auch direkt reingerannt. Nicht gelernt, links und rechts zu schauen. Ja, ist schon besser. So ist, glaube ich, ganz gut. Die Polizei hat die Spur auch verloren. Muss zu irgendeinem Treffen sein. Oh, Frank. Ich weiß noch nicht, wie nah ich ran kann und nicht direkt dahinter bin. Ich bin lieber ein bisschen vorsichtiger. Ah, Scheiße. Sie bringen dich zum Flughafen, Frank? Shit. Ah, hinter uns direkt Polizei. Okay, es geht raus zum Flughafen, wie es aussieht. Auf jeden Fall nicht langsam. Aber dass der den Hund noch erschossen hat, das hat Frank nicht erzählt. Sie bringen ihn in den anderen Staat oder sowas. Mist. Das ist nicht gut. Das Bremsen verpasst, weißt du? Ich Trottel, weil ich gerade gelabert habe. Wäre auch zu schön gewesen. Es aussieht, Konzentration nicht bei 100%. Ich habe mich noch gefragt, was diese zweite weiße Raute soll. Da sollte ich hin. Das habe ich halt absolut zu spät gecheckt. Sie bringen ihn in einen anderen Staat oder sowas. Mist, das ist nicht gut.
Oh je. Hä, und wie? Kann ich hinten rumgehen? Ah, okay. Ich weiß nicht, ob der Kreis bedeutet, dass ich hier nicht gesehen werden darf. Ich weiß nicht, ob ich schleichen soll. Ich habe nur die Schrotflinte dabei. Mist. Hab gehört, die Feds übergeben irgendeinen Typen, bevor er ausgeflogen wird. In der Zivilmaschine. Wir wollen scheinbar alle dasselbe, aber ich handle wirklich nicht gerne mit diesen... Übergabe des Informanten 1200. Wir legen den Flughafen still. 1300 Informanten und FBI-Eskorte verlassen den Unterschlupf. 1315 oder 1315, aber gemeint ist natürlich 1315. Ja, das habe ich oft gesagt. Informant wird übergeben und in den Hangar 5 gebracht. Wir erhalten die Geschäftsbücher nach der Übergabe des Informanten. Okay, er hat noch nicht mit allem rausgerückt. Das weiß ich nicht. Ich glaube, ich muss mir die Leiche schnappen. Wenn ich die mitnehme, ist die Omerta weg, oder? Kann ich nicht aber so nehmen. Ha! Okay, das ist natürlich nochmal was anderes. Die Maschine, die Sie nehmen, gehört Don Morello. Ganz sicher. Don Morello? Ist ja auch abartig, ne? Der aber, der wirklich. Der ist ja fast Bulle. Woher sollte ich wissen, dass sie Geburtstag hat? Ich muss trotzdem. Shotgun oder Maschinengewehr, ne? Wir sollten es dort versuchen. Oh, 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 oh. Lass mal kurz verstecken. Die Maschine, die Sie nehmen, gehört Don Morello. Ganz sicher. Weiß jemand, was los ist? Das FBI. Da soll eine Übergabe stattfinden. Die fliegen jemanden raus. Wem wird er denn übergeben? Die Leute beim Flieger sahen wie Gangster aus. Wie lange dauert das noch? Ich muss zum Flieger. Bis der Gefangene abgehoben hat, schätze ich. Nein, viele von denen sehen nicht wie Bullen. Nicht aufgeben. Ich weiß gar nicht. Vielleicht sollte ich auch erstmal rausgucken. Das scheinen Mitarbeiter zu sein dort. Wenn ich da reinlaufe, gibt es sicher einen Alarm. Also, mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit. Aber ob ich hier so einfach rauskomme? Und ob ich den nicht auch mal verstecken sollte? Er ist irgendein Gangster. Warum zur Hölle wird er nicht von den Feds ausgeflogen? Boah.
Ist natürlich interessant zu wissen, wie weit die sehen, ne? Morello hat nicht das Rückgrat, sich zu zeigen. Wegen einer Ratte wie dir. Steig in den Wagen. Schon hart, Morello hat die Bücher. Ich wäre überall lieber als hier. Ich würde mal sagen, zum Glück habe ich die versteckt. Lass sie nicht durch! Wow, das war ja schön. Ich dachte eigentlich, das könnte ich schleichend erledigen. Sollte ich eigentlich auch versuchen. Trinke ich noch ein Glückchen. Was das in so einem Riesengeballer ausarten soll. Ich glaube, ich finde keinen Weg, mich durchzuschleichen. Mann, war das blutig. Nun gut. Dann schauen wir mal. Ich habe die Munition gar nicht geholt. Ich trottel. Das ist so ein Mist. Aber jetzt finde ich die Abkürzung. Das ist doch nicht zu fassen. Ah, hier ist auch Munition, alles gut. Okay. Sie auch Capone gekriegt. Und nun ist auch Ennio Salieri dran. Heute ist ein guter Tag, mein Freund.
auf. Ich hätte so gern, dass irgendein Schleichweg gehen würde und irgendwie spielt auch alles darauf hin. Aber ich bin mir nicht sicher. Gut. Das muss ich mir überlegen hier. Ja. Erstmal Munition. Okay. Ich habe eine Idee, wir suchen sie mal so. Aber diesmal bleibe ich wohl ein bisschen versteckter und schau mal, ob ich mich dran vorbeischleichen kann. Tag, mein Freund. Da bleibt doch nicht da stehen, oder? Natürlich. Coletti. Morello bringt ihn in sein Flugzeug und dann zwingen diese Geschäftsbücher Salieri in die Knie. Die Stadt uns. Zwei. Okay. Wir suchen jetzt die Nummer mit an allen vorbei. 1, 2, 3. Wenn das nicht irgendwie gehen würde. Und dann zwingen diese Geschäftsbücher Salieri in die Knie. Nein, ich finde das Repetiergewehr, das ist besser. Ich weiß, aber die Tommy Gun ist mir einfach zu ungenau. Da gibt ein paar genaue Schuss. Ja, wir machen es genau. Schleichen auch. Wenn man noch oben so ist und die Beine hier wirklich ausschalten. Ja, sind sie zu zweit? Geht's natürlich nicht, ne? Leider nicht. Es ist jetzt halt die große Frage. Muss ich die jetzt erschießen oder nicht? Okay.
kann ich jetzt hier auch abwarten, bis der Duft wegläuft wieder. Das ist die Frage, ich probiere es einfach. Puh. Okay. Tom. Frank. Der Don schickt mich. Dachte ich mir. Tut mir leid, dass du es sein musst. Soll ich ihm was ausrichten? Ich wünschte, es wäre besser gelaufen, aber Morello hat mir nachgesetzt. Ist okay. Ihr könnt rauskommen. Morello bot mir einen Tausch an. Die Geschäftsbücher für unser und einen Flug aus der Stadt. Hat er die Bücher schon? So dumm bin ich nicht. Sie sind sicher. Morello wartet auf das. Ein Schließfachschlüssel bei der Grand Imperial Bank. Ich sagte Morello, ich würde ihn übergeben, wenn das Flugzeug startklar wäre. Seine Männer wollten ihn vor dem Abflug holen. Habe ich erledigt. Sie sollen einsteigen. Also, March, Alice, steigt ein. Frank, du kommst mit uns. Nicht jetzt, Schatz. Schnallt euch an. Tommy und ich haben etwas Geschäftliches zu besprechen. Aber Frank! Steig ein, Marge! Für Alice. Für mich. Oh. Bitte steigt in das verdammte Flugzeug. Wurdest du bezahlt? Ja. Dann jetzt doppelt. Du fliegst die Damen hin, wo sie hin möchten. Ja, Sir. Danke, Tom. Gott, Frank. Wir hätten dir doch geholfen. Ich wollte einfach aussteigen. So oder so. Ich bin müde, Tommy. Müde, meine Frau anzulügen. Aber doch nicht so. Müde, vor jeder Fahrt unter den Wagen zu schauen. Und müde zu warten, bis mich der Don abknallt. Gottverdammt, Frank. Er packt's nicht. Okay, die Story hat mich wieder voll. Ich stehe auf Mafia-Filme. Dass wir jetzt hier nicht rauskommen, oder? Aber so war es relativ unauffällig. Noch kein Schuss gefallen. Müssen wir jetzt hier noch rauskommen, oder? Nee? Also, wenn ich das jetzt nicht mehr stealth-mäßig geregelt habe, dann weiß ich auch nicht. Bling, bling. Was sage ich jetzt? Kommt hier bestimmt eine Falle und ich. Bin gut ausgerüstet. Guten Tag, Sir. Wo sind bitte die Schließfächer? Unten bei meinem Kollegen, Sir. Danke. Tag doch. Wie lange wird das dauern? Ich verstehe, was Sie meinen.
Toller Tag, was? Aha. Ein Pferdebild. Natürlich. Wieso? Das sieht mir doch echt nach einem Fallenschlauch aus hier, oder nicht? Ich hoffe, du bleibst anständig. Klar doch, wenn ich das Buch kriege. Gangsters Monthly. Ich möchte zu den Schließfächern. Für Frank Coletti. Ah ja, Mr. Angelo? Ja. Mr. Coletti hat uns mitgeteilt, dass Sie Zugang erhalten sollen. Bitte, folgen Sie mir. Der hat gewusst, dass es so läuft. Ein kluger Hund. Nicht übel. Trotzdem gefällt mir der Aufbau dieses Levels gar nicht, also diese Bank, weil mir das sehr nach Rausballern aussieht. Das war eine Verarsche. Ich holte die Bücher und verwischte meine Spuren. Salieri stellte nie irgendwelche Fragen. Abgesehen von der Beerdigung hat er nie wieder über Frank geredet. Wenn das rauskommt, sind wir dran. Es sind nur zwei Sachen. Prostituierte und Prostituierte. Wer sowas nicht mit einer Kippe startet, hat Coolness nicht verstanden. Du machst meine Jungs nervös, Marco. Sergio und ich wollen Frank nur unseren Respekt erweisen, mir nicht. Ich habe ihn lang gekannt. Fast so lang wie du. Ein guter Mann. Klug. Loyal. Loyal zu seiner Frau und vor allem seiner Tochter. Wenn darin keine Ehre liegt, Enyo. Mag sein. Und doch stehe ich hier vor dem Grabstein seines kleinen Mädchens. Das Leben ist hart. Absolute Provokation. Gut. Das heißt, wir sind der Gutherzige. Das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum er aussteigen muss. Ja, hat mir wieder Spaß gemacht. Mal den Schleichweg gegangen, sozusagen. Und ich freue mich schon direkt auf die nächste Aufnahme. Schön, dass ihr dabei wart. Lasst gerne ein Abo da. Man sieht sich. Haut rein und bis dann.